Bei einem Karnevalsumzug in der haitianischen Hauptstadt Port-au-Prince sind mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen. Als Ursache des Unglücks gilt ein Stromschlag in einen Umzugswagen. Einer der Akteure auf dem Gefährt geriet offenbar in Kontakt mit einer Oberleitung. Daraufhin brach ein Feuer, gefolgt von einer Massenpanik, aus. Mehrere Menschen wurden laut Augenzeugenberichten zu Tode getrampelt. Dutzende weitere Opfer erlitten zum Teil schwere Verletzungen.